alte Bison. Siehst du, Yakari, der Winter ist doch noch nicht gekommen. Sag mal, kleiner Donner, findest du nicht auch, dass die Zeit gerade viel zu langsam vergeht? Wieso zu langsam? Naja, ich wäre lieber endlich schon so groß und stark wie mein Vater. Da vorn ist jemand. Hä? Ein Bison. Oh, aber den da kenne ich doch. Müder Krieger. Der zum Beispiel will nie schnell irgendwo hin. Ein Bee! Hey! Ein Bee! Bee! Ein Bison! Jetzt hat er's eilig. Was ist mit dem Bison? Warum ist er nicht bei seiner Herde? Komm, wir fragen ihn. Bist du krank? Kann man denn hier nirgendwo endlich auch mal seine Ruhe haben? Bist du allein? Wo ist deine Herde? Lass mich. Ich möchte nicht gestört werden. Wir wollten dir doch nur helfen. Komm, kleiner Donner. Der freundliche Bison möchte lieber allein sein. Also lassen wir ihn. Halt! Wartet! Bitte verzeiht mir. Ich bin auf der Wiese geblieben, weil ich mit meiner Herde nicht mehr Schritt halte. Ich glaube, jetzt ist mein letzter Tag gekommen. Heute. Dein letzter Tag? Bevor du fortgehst, weil es Winter wird? Nein. Ich denke, es ist der letzte Tag meines Lebens. Oh, weißt du genau, dass es der letzte ist? Nein. Das wissen wir erst, wenn die Nacht vorüber ist, die Sonne sich wieder über den Bergen erhebt und ein neuer Tag beginnt. Ich mag ihn gar nicht allein lassen. Wenn Wölfe kommen, wird er sich nicht wehren können. Wie merkt man, dass für einen der letzte Tag gekommen ist? Eine seltsame Frage, die ein so junger Mensch da stellt. Na ja, ich werde ja auch langsam alt. Alt? Stehst du denn jeden Morgen mit schmerzenden Gliedern auf? Verschwindet die krabbelnde Ameise unter deinen Augen und hörst du nicht mehr die rauschenden Blätter der Bäume in deinen Ohren? Oder spürst du, wie deine Knochen morsch werden, die Haut faltig und die Sehnen steif? Wie dir die Luft knapp wird? Nein. Also ist dein letzter Tag noch weit, sehr weit. Ja, so alt bin ich dann wohl doch noch nicht. Ein großes Rund ist das Zelt des Himmels, so wie die Sonne. Und der Reigen der Jahreszeiten ist ein ewiger Kreis, rund wie die Nester der Vögel und die Tipis der Menschen. Das Leben ist ein Kreis von Kindheit zu Alter und dann beginnt es alles wieder aufs Neue, sodass wir am Ende unseres Lebens alle wieder so zerbrechlich werden wie ein Baby, wie ein Zweig. Besuchen wir den alten Bison nochmal. Ich will wissen, ob es wirklich sein letzter Tag ist. Wenn nicht, können wir vielleicht noch was für ihn tun. Dem alten, griesgrämigen Bison helfen? Aber wozu denn? Er hatte uns doch weggeschickt. Bison? Er hatte also recht, es war wirklich sein letzter Tag. Siehst du, wir hätten genauso gut auch... Ich fühle mich viel besser. Na,
Ihr zwei seid schon wieder hier? Also, dann war das nicht dein, Mein was? Gestern warst du doch so krank und hast gesagt, dass das vielleicht dein letzter Tag ist. Hatte ich das wirklich? Stimmt, du hast recht. Ach ja, weißt du, in meinem Alter neigt man dazu, sich Sorgen zu machen. Gehst du dann zurück zu deiner Herde? Ich habe ihnen gesagt, ich bleibe hier, denn sie müssen über die Berge, bevor Schnee fällt. Sie sind sicher schon weit. Für mich ist es zu spät. Nicht doch. Wir helfen dir. Wir bringen dich hin. Hey, und wer fragt mich? Das tust du für einen alten Bison, den du nicht mal kennst. So können wir uns doch prima kennenlernen. Das ist die erste Etappe. Wir müssen Rast machen, um Kräfte zu sammeln. Diese Stelle habe ich auf meiner zweiten Wanderschaft entdeckt. Ach, oder war es die dritte? Ach, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wächst das Gras hier viel länger. An keinem anderen Ort ist es so saftig. Ah, das wird dir bestimmt auch gefallen, kleiner Donner. Hm. Ach komm, jetzt sei nicht sauer, das wird nett. Na gut, ja. So holen wir deine Herde nie ein. Ach, die Jugend. So voller Ungeduld. Man muss jeden Moment auskosten. Das Leben genießen wie die Prärie. Ihr Jungen wollt immer schon dort sein, wenn ihr noch hier seid. Das Gras genießen? Aber ich bin doch kein Pony oder Bison. Lass dir Zeit und sieh einmal genauer hin. Na, wer sagt denn, dass hier nur Gras zu finden wäre? Oh, Blaubeeren. Ja, man muss seinen Blick schulen. Die sind aber wirklich so lecker. Das sind Spuren einer Bisonherde. Wölfe. Ich werde mit ihnen reden. Sie sind die schlimmsten Feinde der Bisons. Und der Ponys auch. So ist es besiegelt. Mein letzter Tag ist nun gekommen. Wir können in den Wald laufen. Warum doch? Wenn die Zeit gekommen ist, ist sie gekommen. Wir holen Holz und machen Feuer. Das vertreibt die Wölfe. Zwecklos. Das schaffe ich doch nicht. Ich fühle mich so unsagbar schwer. Ich habe mich überfressen. Na los, jetzt komm schon. So ein starker Bison gibt nicht auf. Du hast recht. Es will nicht brennen, damit ist es endgültig klar. Mein letzter Tag ist gekommen. Und meiner wohl auch. Nun mach schon, Yakari. Ja, bitte? Was sagt ihr dazu? Ja! Yakari, deine letzte Stunde ist gekommen. Yakari! Yakari! Die Wölfe! Das mag sein, aber ich bin noch nie einen anderen Weg gegangen. Wozu sollte ich jetzt meine Gewohnheiten ändern? Wir müssen schneller gehen. Ich kann nicht mehr. Ich bin zu alt. Du schaffst es. Hilf mir, kleiner Donner. Los, du schaffst es. Weiter. Noch ein Stückchen!
Da kommt jetzt wohl wirklich unser Ende. Kommt hierher! Wisst ihr, das erinnert mich an ein Spiel aus meiner Zeit als junger Bison. Das war lustig. Oh. War es doch nicht dein letzter Tag? Das war es nicht. Ich bin euch sehr dankbar. Durch euch ist das Leben wieder schön. Möge der letzte Tag noch sehr lange nicht kommen. Weißt du, kleiner Donner, mag sein, dass nicht jeder Tag ein guter Tag zum Sterben ist. Aber eins weiß ich genau. Jeder Tag ist ein guter Tag zum Leben. Der Sohn des Adlers. Das ist doch zum Verrücktwerden. Hört das denn nie mehr auf? Es gießt jetzt schon seit Tagen in Strömen. Die Prärie hat sich schon in einen Sumpf verwandelt. Ich hab satt, im Tipi zu hocken. Wir müssen uns alle in Geduld üben. Bald scheint wieder die Sonne und du kannst durch die Prärie reiten, kleiner Dachs. Der Regen ist nicht so schlimm. Aber die Kälte ist furchtbar. Durch sie ist ja Kari krank geworden. Ach, es ist halb so wild. Ich habe mich nur ein bisschen verkühlt. Und wenn die Sonne nicht wiederkommt, wenn es nie wieder aufhört zu regnen, was ist dann? Dann musst du nur deinen Namen ändern in Kleiner Fisch. Ah, wie lustig. Ja, tschii. Tut mir leid. Ach ja, Kari. Könnte es nicht sein, dass der Regen nie wieder aufhört? Vielleicht ist der große Geist böse auf uns. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Oh ja, eine Geschichte. Geht es ja, Kari, so wie du da zitterst? Ja, Regenbogen, das Feuer wird mich wärmen. Vor langer Zeit waren die Menschen böse geworden. Sie kämpften ohne Unterlass gegeneinander. Um sie zu bestrafen, schickte ihnen Wakantanka, der große Geist, den Dämon des Wassers. Ein nicht enden wollender Regen ergoss sich auf die Erde. Und von den Fluten wurden alle schlechten Menschen verschlungen. Aber ein schönes Mädchen konnte sich retten. Sie floh auf eine Insel mitten in dem endlosen See. Der Dämon wollte auch sie holen. Doch da stieß vom Himmel ein Adler herab und nahm das schöne Mädchen mit hinauf in die Lüfte. Großer Adler, mein Totem. Der große Adler setzte das Mädchen auf der Spitze eines großen Baums ab, hoch oben in den Bergen. Was hat der Dämon des Wassers gemacht? Er hat sehr lange nach dem Mädchen gesucht, aber er fand es nicht, denn es lebte im Horst des Adlers. Ein Glück, denn dieses Mädchen war doch sicher sehr nett, oder? So ist es. Sie wurde die Frau des Adlers und bald schon brachte sie Zwillinge zur Welt, ein Mädchen und einen Jungen. Das geht ja gar nicht. Ein Adler kann doch kein Mädchen heiraten. Warum denn nicht? Wenn unser Schamane das sagt? Ja, genau. Und in Sagengeschichten geht das. Na eben. Hört gut zu. Nun kommt das Ende dieser Geschichte. Der Dämon des Wassers aber wurde die Suche nach dem Mädchen leid. Er verschwand und der große Adler brachte seine Frau mit den Kindern in die Prärie, wo er sie hieß, einen neuen Stamm zu gründen, den Stamm der Sioux. Bedeutet das, ich bin die Tochter eines Adlers? Aber das gilt doch nicht nur für dich. Ich bin auch ein Sohn des Adlers. Ruhig, ihr seid die Kinder des großen Adlers wie alle Sioux. Das ist eine schöne Geschichte, was, Yakari? Yakari? Aber was hast du denn?
Mir geht's nicht gut. Beim großen Geist, seine Haut brennt wie Feuer. Die Medizin wird ihm gut tun. Er muss nur regelmäßig davon trinken. Darf ich hier bleiben, schimmernde Zöpfe? Dann pflege ich ja Kari. Er hat hohes Fieber, weißt du? Das kann auch Tage dauern. Das macht mir nichts aus. Ich will bei ihm bleiben. Dann bleib. Ich werde dich lehren, den Trank zu mischen. Ja, Kari hat Glück, eine Freundin wie dich zu haben. Überall Wasser. Große Adler. Ein Traum von der Geschichte, die uns der Schamane erzählt hat. Der Sohn des Adlers. Wo bin ich hier? Wo ist mein Stamm? Und die Prärie? Oh. Alles ist untergegangen. Es bleiben nur noch du und ich. Weißt du, wer ich bin? Du bist der Dämon des Wassers? Du fürchtest dich zu Recht, denn ich werde mich auf dich stürzen. Warum willst du das? Ich bin doch nicht dein Feind. Du bist doch der Sohn des Adlers. Ich bin ein Siux und alle Siux sind die Kinder des Adlers. Warum bist du mein Feind? Denn ich hasse diesen Adler. Er hat mich zu sehr gedemütigt. Er ist mein Totemtier. Er beschützt mich und er wird dich wieder besiegen. Oh nein, großer Adler! Ja, Kari, was hast du denn nur? Tut ihm etwas weh? Ich glaube nicht. Das ist wohl noch der Traum. Das Fieber lässt ihn fantasieren. Ich werde ihm noch etwas von dem Trank geben. Großer Adler! Großer Adler! Nein, nein, schweig! Beschütze mich, großer Adler! Der Dämon des Wassers will mich vernichten! Oh, der Adler hat dich gehört, nun bin ich verloren. Oh. Verflucht seist du, Kanasius, ich verhexe dich, auf dass der große Adler dich nie mehr erhören möge! Sie sind fort. Das Wasser ist fort. Großer Adler, wo bist du? Er träumt von seinem Totem. Ja, aber die Medizin wirkt. Das Fieber sinkt allmählich. Antwortet nicht mehr. Großer Adler, hab keine Angst, Yakari. Der große Geist wird dir sicher helfen. Wenn er mir nicht mehr antwortet, ist das der Fluch des Dämons. Yakari, hilf mir hier raus! Wer spricht denn da? Ich bin es. Ich stecke in meine Schale fest. Hilf mir, hier rauszukommen. Ich bitte dich. Kommt das da raus? Hey, schüttel mich doch nicht so. Ja. Endlich frische Luft. Aber wer bist du denn? Na, ich bin der Sohn des Adlers. Ich wohne auf dem Zauberberg ganz hoch oben. Auf dem Zauberberg? Auf welchem Berg denn? Wo wohl? Auf dem hinter dir. Ich bin aus dem Nest gerollt. Du musst mich da raufbringen. Flieg doch, du bist ein Vogel. Meine Flügel sind noch viel zu klein, das geht nicht. Und man sollte sich doch helfen, so unter Brüdern. Seit wann sind wir Brüder? Na, schon immer natürlich. Bist du denn nicht auch ein Sohn des Adlers? Ich bin der Sohn des Adlers. Der Sohn des Adlers. Der Sohn. Hinter der Wolke. Kletter hindurch und du wirst es schon sehen. Mein Nest ist ganz oben.
bist wieder zu Hause. Danke. Hast du keine Eltern, die dich versorgen und beschützen? Nein, die brauche ich nicht. Aber das verstehst du, wenn du siehst, wer ich wirklich bin. Großer Adler, du bist es ja wirklich. Endlich habe ich dich wieder. Dein Mut und dein gutes Herz waren unsere Rettung. Der Fluch des Dämons ist nun gebrochen. Nichts wird mich je wieder hindern, deinen Ruf zu hören. Ich habe dich also nicht verloren? Nein, Yakari, dies hier ist alles nur ein Traum. Ein Traum, der bald zu Ende sein wird. Ja? Dann will ich sofort nach Hause. Ich bitte dich, großer Adler, bring mich nach Hause. Böse Traum zu Ende. Danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Du hast dein Totemtier gesucht und ich habe den großen Geist gebeten, dir zu helfen. Dann habe ich ihn also durch dich wiedergefunden. Sieh nur, da ist großer Adler. Sei ohne Sorge, kleiner Siux. Ich werde stets da sein, wenn du mich brauchst. Du hast mir so gefehlt. Auf in die Prärie! Macht's gut!